I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Yay! Ich bin mir nicht mehr sicher, aber mussten wir vielleicht so eine Art Stange irgendwo suchen und das Ding dann... Ja, ich glaub's fast auch. So ein Crowbar oder so. Irgendwie sowas, ja. Schau dich einfach mal um, du hast ja noch genug Sanity. Ja. Aber lass die Tinderboxes aus. Ich meine, wir könnten jetzt einfach rumrennen. Könntest du in den anderen Raum da mal schauen? Welchen? Das ist irgendwie raus. Achso. Wir könnten jetzt einfach mal rumrennen, uns rumsuchen, uns sterben lassen und dann laden. Nee. Das wäre ein bisschen lame. Ei. Wenn du irgendwas siehst, schrei ganz laut wie ein kleines Schulmädchen. Geht klar. Blähungen. Ich habe echt keinen Plan, ne? Ein Knochen vielleicht? Ne, ich habe eigentlich gedacht, den kannst du ins Inventar nehmen oder so. So ein Large Bone oder sowas. Muss ja irgendwas sein, aber mein Ö geht zur Neige. Weiß ja nicht, die ist schon am Ende. Oh, das klingt doch ganz normal irgendwie. Sag mal, warte mal. Ich warte. Natürlich! Ja, gut, dann hau mal das. Jetzt bin ich angepisst. So ein Scheiß! Raus mit dir! Ja, komm, gehst du. Ja, also. Like. Oh, Head is pounding. Wie schön! Es kommt. Na, hier ist es doch freundlich. Was meinst du? Ich erinnere mich da an diese eine Stelle. In welche? Wo du die Tür aufgemacht hast und dann das Viech. Bläh. Du dann die Tür wieder zugemacht hast und. Die sehen auch lustig aus. Ha! Weißt du, was jetzt kommt? Ein Blackout. Ja, Wasser kommt jetzt. Yay, das war so toll damals. Okay. Okay. Daniel, möchtest du denen vielleicht erklären, was wir damals beim ersten Durchspielen in Anführungszeichen hatten? Ein Erlebnis? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man dich gerade verstanden hat. Ich gehe mal davon aus. Was für ein hübscher Schrei. Also erklär's mal. War da drin eigentlich irgendwas? Keine Ahnung mehr. Aber erklär's doch mal den Zuschauern. Warte mal, kann ich nicht irgendwas durch die Gegend werfen? Ja, aber nur Fleisch. Stimmt. Was hatten wir denn für eine... Ja, zum ersten Mal, als wir da standen und dann geguckt haben, was da auf uns zukommt. Ja, einfach mal gewartet haben, ne? Ja, wir haben nicht gewusst, was das war. Und haben mal geschaut, was das überhaupt ist und... Naja, wir waren schneller tot, als wir geschaut haben. Das Viech da ist nicht wirklich nett.
Nein, absolut nicht. Und ich sehe nicht, wohin du gerade springst. Okay. Und ich hoffe, du musst nicht mehr zurück. Doch, ich glaube, ich muss in diesen scheiß Raum rein und was holen. Ja. Wo steht's denn gerade? Ich glaube hier. Irgendwo. Ja, wie schön. Drain hier eigentlich meine Sanity? Naja, was du nicht siehst. Geronimo! Daniel? Ach, du stehst schon auf einer Kiste. So. Ja, da ist ein... Eben. Level. Genau. Level. Mehr gab's hier nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ja, genau, stell dich genau davor schon recht. Wow, Daniel, wow. Da hinten, da hier links war, muss eine Tenderbox. Tender. Milka Tender, ein Lied. So. Ja, der generiert Leben. Mm. Ah! Okay, wir haben hier Fleisch. Stimmt. Ah, das war die Stelle. Okay, so. Wollen wir mal. Gott, der muss jetzt schnell genug sein, ne? Das ist aufdrehen, ja. Ich schmeiß mal den auf den Leckerli. Ja, ja. Andere Richtung. Daniel? Es kommt! Heilung! Du bist ja noch barely conscious. Okay. Ah! Ich weiß nicht, Alter! Fuck, Scheiße! Fuck! Shit! Boah. Okay, jetzt haben wir 30 Minuten auf unserem neuen Rekord. Ich glaube, das ist mal kurz ein kurzer Break zum Runterkommen. Wir machen mal kurz eine neue Shisha. Ja, das war jetzt noch ein bisschen. Also, wir sehen gleich. Uns gleich wieder. Gleich. Gleich wieder. Gleich. Gleich wieder. Gleich. Gleich wieder.